Mein Name ist Martin Henning, ich bin Senior Consultant der Agentbase AG und ich möchte Ihnen gerne in den nächsten paar Minuten vorstellen, wie Sie mit OutSystem Service Studio Workflows gestalten und umsetzen können. Dazu habe ich hier einen kleinen Beispiel-Workflow, einen Rechnungseingangs-Workflow und die Prozessmodellierung geschieht jetzt wie folgt, dass Sie hier auf der linken Seite sogenannte Widgets haben, die Sie mittels Drag and Drop hier auf den Prozess draufschieben können. Menschliche Aufgaben, automatisierte Aufgaben. Ich schiebe hier mal beispielhaft eine automatisierte Aufgabe da drauf. Und wenn ich da drauf klicke, kann ich hier entsprechend diese automatisierte Aufgabe weiter verfeinern. Ich nehme das mal wieder zurück. So, wie sieht nun dieser Prozess aus? Nach der Initiierung einer Rechnung geht es zur Rechnungsgenehmigung und hier steht jetzt eine Entscheidung an. Die Rechnung kann zurückgegeben werden zur Überarbeitung. Bei einer Genehmigung wird geschaut, ob noch ein zusätzlicher Genehmiger notwendig ist und dann geht es entsprechend zur Auszahlung oder die Rechnung kann auch entsprechend abgelehnt werden und es gibt dann eine E-Mail mit einer Information an den Antragsteller. Die einzelnen Aufgaben können wir uns hier entsprechend anschauen. Da wird zum Beispiel definiert, wer ist jetzt der Bearbeiter. Man gibt Detailinformationen vor, Instruktionen und gibt ein Fälligkeitsdatum vor, bis zu dem diese Aufgabe abgeschlossen sein soll. So, wir schauen uns jetzt mal diesen Prozess an im Browser. Dazu habe ich hier die Möglichkeit, mich hier als Test-User anzumelden. Da melde ich mich jetzt mal hier als Adam Riese an. Und habe hier die Möglichkeit, eine neue Rechnung zu initiieren. Da klicke ich jetzt drauf. Dann habe ich hier im Header zum einen eine Information, welche Aufgabe gerade ansteht und welche Aufgaben dann danach folgen werden. Und ich werde jetzt hier entsprechend die Maske ausfüllen. Wenn ich hier eine Organisationseinheit auswähle, wird entsprechend der zuständige Genehmiger ermittelt. Ich gebe hier eine Rechnungsnummer vor. Wähle einen Debitor aus und fülle hier die Datumsinformationen aus. 1. Oktober, Posteingang war jetzt ein bisschen später. Fälligkeit, Ende des Monats und ein Kontofristdatum setze ich auch noch. Ich fülle dann hier die Beträge aus. Mehrwertsteuer. Und wenn ich hier draufklicke auf die Schaltfläche, wird der Bruttobetrag ermittelt. So, ich trage dann hier noch das Konto da. Kontosatz ein und Verwendungszweck der Rechnung ist jetzt zum Beispiel mal eine Reparatur. Ich habe hier noch die Möglichkeit entsprechend, wie eben erwähnt, einen zusätzlichen Genehmiger zu bestimmen und ich speichere jetzt einmal diese Rechnung. Die Rechnung wurde jetzt erstmal erstellt. Wenn die Rechnung erstellt ist, habe ich hier die Möglichkeit, eine Datei anzuhängen mit dem PDF der Rechnung. Da kann ich hier diese Schaltfläche betätigen. Oder aber die Rechnung mittels Drag and Drop hier drauf schieben. Dann habe ich jetzt die Rechnung entsprechend angehangen und ich werde jetzt diese Rechnung einreichen. So, die Rechnung wurde jetzt eingereicht und jetzt melde ich mich um als Hans Hansen und habe hier entsprechend dort meine Aufgabe der Rechnungsgenehmigung. Ich kann mir hier die Rechnung als PDF nochmal anzeigen und anschauen. Ich sehe, wo ich mich hier in der Aufgabe befindet, was schon passiert ist, was noch folgt und kann jetzt zum Beispiel hier die Entscheidung treffen, genehmigt, zu überarbeiten oder abgelehnt. Hier werde ich mal die Rechnung zur Überarbeitung zurückgeben. Und zwar fehlen mir noch die Rechnungspositionen. Und gebe das jetzt zur Überarbeitung zurück. Dazu werde ich mich jetzt wieder ummelden als Adam Riese. Habe hier dann entsprechend wieder die Rechnung zu überarbeiten. Da klicke ich jetzt drauf. Da sehe ich jetzt auch, welche Aufgaben schon erledigt worden sind, welche noch folgen. Ich kann mir hier auch grafisch die Prozessdetails anschauen, wie die Rechnung bisher gelaufen ist. Und werde jetzt hier die Rechnungspositionen ergänzen. Hier erfolgt ein Zugriff auf ein Legacy-System per REST Call. Da trage ich jetzt die einzelnen Positionen ein.
und würde jetzt diese Rechnung erneut einreichen. Die Rechnung wurde jetzt eingereicht und jetzt hätte Hans Hansen wieder die Möglichkeit, diese Rechnung entsprechend mit den Rechnungspositionen jetzt zu genehmigen. So, die weiteren Schritte spare ich mir. Ich möchte noch gerne einmal das Dashboard zeigen. Dazu melde ich mich hier nochmal ab und als Martin Henning an, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, sich das Dashboard anzuschauen. Und hier im Dashboard habe ich entsprechend schöne grafische Übersichten, was mit meinen Workflows passiert ist. Ich sehe, wie viele Rechnungen in Arbeit sind, welche ausgezahlt, welche abgelehnt sind, mit welchen Beträgen. Ich sehe hier entsprechend, an welchen Aufgaben sich meine Rechnungen befinden. Sehe, wer hier wie viele Aufgaben offen hat. Ich sehe hier, wie sich entsprechend die Anzahl meiner offenen Aktivitäten verändert hat. Und ich sehe, welche Benutzer wie viele Aufgaben entsprechend abgeschlossen haben. Ja, an dieser Stelle vielen Dank.